gladiators take the stage. Die Admira ist Ihr Verein, dann sind Sie bei uns genau richtig. Ich begrüße Sie zu Dein Verein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, und als Experte heute an meiner Seite ist Michael Konzel. Hallo Michi. Hallo. Michi, die Admira hat gewonnen, 3:1 auswärts in Innsbruck, und dann in der nächsten Woche zu Hause 2:4 gegen Altach zu verlieren. Ist ja überraschend, oder, das Ergebnis? Na schon. Also nie und nimmer hätte ich mir das erwartet, und ich glaube auch nicht der Trainer. Natürlich stinksauer Baumeister, aber... Ja, es ist eine junge Mannschaft, die natürlich auch erst zusammenfinden muss. Ja, apropos junge Mannschaft, bevor wir näher auf die Partie eingehen, es gab ja doch immer diesen Umbruch, das muss man ja immer wieder erwähnen. Viele Leistungsträger haben den Verein verlassen. Haben sich schon neue Leistungsträger, Führungsspieler herauskristallisiert für dich? Noch nicht ganz, aber zum Beispiel Zwierschitz ist doch einer, Leitner sowieso. Also ja, und alle anderen müssen erst richtig wieder reinfinden. Ja, dieser Stefan Zwierschitz, der mausert sich immer mehr eben zu einem Führungsspieler, und wir haben ihn da getroffen, wo alles angefangen hat. Sammerein am Leitergebirge. 1950 Einwohner, und einer davon ist Fußballprofi. Der Sportplatz, am Ortsrand gelegen, aber irgendwie doch das Zentrum der Gemeinde. Hier hat für Stefan Zwierschitz alles begonnen. Erinnerungen an wahrlich glorreiche Zeiten. Dank ihm dominiert der SC Sommerrhein ein paar Jahre lang die Nachwuchsligen. 111:0 Tore, 57 davon erzielt er selbst. Was für eine Saison, damals mit der U8. Ja, so ist es damals gewesen, und ja, ich wollte einfach von Anfang an eigentlich immer Profi werden und habe in jedem Spiel schon damals eigentlich immer meine Tore schießen wollen. Und wenn wir mal gewonnen haben und ich habe kein Tor geschossen, bin ich ziemlich böse gewesen trotzdem. Aber ja, so ist es halt. Zwierschitz nach wie vor im Dorf verwurzelt, mit dem Verein verbunden. Ich bin ehrenamtlich im Vorstand, da haben sie eine Position für mich gefunden, wo ich fast nichts zu tun habe. Da bin ich aber trotzdem dabei, und wenn da irgendwelche Festeln zum Organisieren sind oder irgendwas zum Helfen ist, da bin ich immer dabei und helfe ich wirklich gerne aus. Zwierschitz jedenfalls einer, der gerne Verantwortung übernimmt, der sich einbringt, auch auf dem Platz. Bei der Admira entwickelt er sich zuletzt zum absoluten Führungsspieler, und das ist ihm nicht passiert, sondern das hat er geplant. Das hat sich schon abgezeichnet im Frühjahr, dann, wo wir schon gemerkt haben, dass einige Spieler den Verein verlassen werden, haben wir schon miteinander geredet und haben gesagt, ja, nächstes Jahr werden dann wir den Laden führen sozusagen und werden dann wir das Beste aus dem Verein rausholen. Und wir haben das schon kommen gesehen und wir haben uns darauf vorbereitet. Und ich glaube, wenn ihr an einen Totti oder an einen Leite denkt, denen macht das genauso viel Spaß wie mir, dass wir diese Verantwortung übernehmen können. Angesichts der vielen jungen Spieler ist Zwierschitz manchmal gefordert, eine, naja, erzieherische Maßnahme zu setzen. Etwa für Marin Jakulisch nach der unnötigen gelb-roten Karte gegen Sturm. Dann kriegen wir so eine saublöde gelb-rote Karte, dass wirklich dümmer nicht mehr geht. Ja, und dann gehen wir ein Spiel aus der Hand. Werden Sie mit dem Kollegen Jakulisch auch noch ein Wörtchen reden heute? Oder besser erst ein bisschen später? Na, zur Zeit glaube ich, ich hoffe, dass er jetzt nicht sich in der Kabine. Der Ärger mittlerweile längst verflogen. Ich habe versucht, so sachlich wie möglich zu bleiben. Das ist mir aber in dem Moment ziemlich schwer gefallen. Es war halt wirklich aus der Emotion heraus, was dann im Nachhinein vielleicht zu viel gewesen ist. Aber ja, wie gesagt, das hat einfach angesprochen gehört. Und wir haben das auch dann intern geregelt. Grundsätzlich gilt bei Stefan Zwierschitz: Probleme lässt er in der Ortseinfahrt zurück. Stress raus, Sommerrhein rein. Man kann da die Seele baumeln lassen. Und wenn ich da vom Training nach Hause komme und ich fahre da bei der Ortstafel vorbei, dann weiß ich, ja passt, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich mal die Akkus aufladen, kann ich abschalten. Damals wie heute ist dieser Ort für Stefan Zwierschitz etwas ganz Besonderes. Hier ist er zu Hause, in Sommerrhein, am Leitergebirge. Ja, Stefan Zwierschitz, ein ruhiger Typ an und für sich, aber auch diese ruhigen Typen können Führungsspieler sein, oder? Na ja, so ruhig, glaube ich, ist er gar nicht. Wenn es dann so richtig zur Sache geht, dann kommen schon die Emotionen raus. Das ist gut, solche Spieler braucht man.
Und ja, solche müsst ihr mehr geben, die Verantwortung übernehmen. Ich meine, das ist das Wichtigste, dass man auch Verantwortung übernimmt. Und er ist, glaube ich, einer, der das kann und macht. Ja, und dass man nicht nur redet, sondern diese Verantwortung dann auch immer auch mit Leistung gerechtfertigt, oder? Genau. Weil nur bla bla hilft. Ja, das geht gar nicht. Also das geht kurz, vielleicht ein, zwei Mal, aber ansonsten muss man die Leistung immer am Platz bringen. Herrlich auch das Torverhältnis, oder? In der U8. Ich glaube 111 zu 0. Unglaublich. Also. Ja, war damals schon ein Führungsspieler. Die armen Kinder. Gut, dann schauen wir aber jetzt auf die Gegentore beim 2:4, nämlich auf die Gegentore von Simon Piesinger von Altach, denn die waren eigentlich nahezu ident. Eckball Altach und dann muss Piesinger eigentlich nicht viel machen, außer nur dastehen und vielleicht nicht mal hüpfen, weil er eh so groß ist. Was hat er im Abwehrverhalten nicht gepasst, wenn das ihm zweimal hintereinander so passieren kann? Naja, es sind doch einige Spieler rund um Piesinger. Also da hätte einer ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und gerade dort, diese Eckbälle sind natürlich ganz gefährlich, wenn sie so Richtung kurzes Fünfereck gehen. Aber da muss man einen abstellen, der auch dort hingeht, nicht nur zuschaut, sondern der auch zum Ball hingeht und vor dem Piesinger vielleicht in die Luft steigt und den Ball wegköpft. Ja, dann hören wir mal rein. Dormann, Entschuldige, weil für Dormann ist es extrem schwierig, auf diese kurzen Corner nach vorne zu kommen. Das ist fast unmöglich. Ja, dann hören wir jetzt den Trainer an, oder? Was der dazu sagt. Ernst Baumeister kann man immer hören. So viel Qualität haben wir halt da nicht, dass wir jedes Mal drei, vier Spiele ersetzen können. Die haben wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Das hat man heute wieder gesehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir eigentlich, das Match ist 4-2, ist brutal. Aber wir haben 4 Tore aus 4 Standards gekriegt. Das darf nicht passieren. Dann kommt halt dazu, in so einem Spiel, bei uns wird am Anfang zweimal auf der Linie gerät, dann zwei, dreimal treffen wir das leere Goal nicht und so kommt dann so ein Ergebnis zustande. Aber nichtsdestotrotz, die Leistung war trotzdem nicht okay, aber es hätte müssen trotzdem nicht passieren, weil aus vier Toren und 4 Standards darf nicht passieren. Ja, wird das ernst aufgearbeitet mit Ihnen? Ja, das muss man sagen, ist klar, das müssen wir auch aufarbeiten. So etwas darf nicht passieren. Das ist Konzentrationssache, für was macht man Einteilung, für was trainiert man das. Und noch dazu 4 Standards in einem Match. Es gibt keine U8-Mannschaft. Und wir sind eigentlich eine Profimannschaft und dann dürfte schon gar nichts passieren. Ja, da sind wir wieder bei der U8, aber das Torverhältnis, das kann schon mal nicht zustande kommen wie damals. Ein Positiv, aber Sascha Kalajdzic, der hat nämlich bei seinem Comeback gleich ein Tor erzielt. Ich würde vorstellen, wir schauen uns auch dieses an. Der ist kurz zuvor eingewechselt worden und macht dann eben gleich eins. Das ist auch ganz wichtig, oder? Der hat ja schon in der vorigen Saison aufgezeigt, dass er sehr wichtig sein kann für die Admira. Ja, man sieht auch, er setzt sich da durch, obwohl er behindert wird. Er wird auch ziemlich gehalten. Also man hat es gesehen. Ich hoffe, er kann anschließen. Er war doch relativ lang nicht so voll fit. Ja, März 2018, Mittelfußbruch. Also das ist schon eine lange Zeit. Qualitäten hat er auf jeden Fall. Und jetzt muss er Gas geben, dass er wieder zu seiner alten Form findet. Ja, und auch mit ihm haben wir nach diesem Comeback-Tor gesprochen. Ja, super. Also ich habe jetzt schon vor 3 Wochen mein erstes Spiel gemacht bei den Amateuren. Ich habe auch gestern 90 Minuten gespielt. Ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe, die 10 Minuten noch durchzuhalten. Aber war extrem wichtig und ja, für den Kopf extrem wichtig. Und es tut extrem gut, wieder Tor zu machen auch noch. Aber die 10 Minuten haben mir extrem gut dann nach über 6 Monaten, glaube ich. Ja, war extrem schön, wirklich. Ja, fast die Minuten zählen die fast mehr als das Tor, wobei das Tor sich auch einiges wert ist. Ja, auf jeden Fall. Aber mir tut es ehrlich gesagt für die Mannschaft leid, weil ich glaube, heute war mehr drin. Du kriegst 4 eigentlich blöde Tore, vor allem das 3 und das 4-1. Aber ja, kann man nichts machen. Nächste Woche bin man dann halt und das Tor hat auf jeden Fall gut getan, ja, stimmt. Ja, Sascha Kalajdzic am Weg zurück wieder für regelmäßige Einsätze, hat er dann auch noch gesagt, das Ziel ist definitiv wieder die Startelf, regelmäßige Einsätze. Aber die Admira, die spielt auch in der Youth League, also die Jungen. Was bedeutet das für die Admira, da auf so einer Ebene dabei zu sein? Dieser Platz wäre sonst immer in Salzburg vergeben. Ja, man sieht, dass die Admira extrem gut arbeitet im Nachwuchs. Das weiß man eh schon über die Jahre, dass da immer wieder was Gutes nachkommt. Und jetzt sind sie dabei und das ist für jeden Einzelnen eine Riesensache. Ja, Mittwoch geht es auswärts gegen Anderlecht. Am Dienstag hebt der Flieger ab und mit dabei auch Emanuel Aiwu, der auch Teil des Profikaders ist. Ich glaube, mit Anderlecht haben wir einen sehr interessanten, aber auch schweren Gegner bekommen.
Aber ich persönlich freue mich schon extrem auf die Partie, weil wir können uns als Mannschaft auf internationaler Ebene zeigen. Und ich glaube, auch wenn wir das umsetzen können von der Meistersaison, dann können wir, glaube ich, auch als Sieger vom Platz gehen, glaube ich. Ja, also man hat sich ja gegen Salzburg durchgesetzt, dass man überhaupt dabei ist. Was bedeutet das, da dabei zu sein, Youth League? Naja, auf jeden Fall ist es ein unglaubliches Gefühl, weil ich glaube, es ist auch das erste Mal für den Verein. Und das ist auch für uns eine super Chance, uns eben zu zeigen, dass wir auch international gut drauf sind und Gegner schlagen können. Und deswegen freue ich mich schon extrem auf die Partie. Wie bereitet man sich da jetzt vor? Kann man das schon abschätzen, ob man sich da irgendwas ausrechnen kann? Na, ich glaube, morgen werden wir alle nochmal gemeinsam trainieren und die Sachen ansprechen, die wir vielleicht verbessern wollen und umsetzen wollen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Also die Vorfreude, die ist groß, das merkt man, oder? Ja, extrem. Und es ist auch gut so, wenn man mit so viel Freude in sein doch für die Burschen wichtiges Spiel geht. Er hat gesagt, man kann sich zeigen, man kann sich messen international und enorm viel wert, also, dass sie da dabei sind. Und ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen viel Glück. Brauchen werden Sie sicher. Ja. Gibt ja dann auch noch ein Rückspiel, ist ja ein K.O.-Duell, aber ich glaube von uns beiden. Alles Gute für diese Partie. Am Samstag trifft er dann die Admira auswärts auf St. Pölten. Das könnte auch wieder interessant werden, vor allem schwierig werden. Extrem schwer. St. Pölten haben einen Riesenlauf. Und ja, wer weiß, ob es einen neuen Trainer gibt oder nicht. Ah, da reden wir jetzt auch. Das ist dann Thema bei deinem Verein St. Pölten, vielleicht bei deinem Verein Rapid, dass sie dann auch. Da haben sie es vielleicht leichter, die Admira. Ja, aber vielleicht ja dann wieder dabei, zumindest Maliček, der war ja gesperrt, der hatte eben nicht spielen können. Und Säuri und Starke haben ja auch gefehlt aufgrund von Verletzungen. Da merkt man auch dieses Auf und Ab, dass es schwierig ist eben bei der Mira. Aber Michi Dahl, danke, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Wir sehen uns auch nächste Woche, liebe Zuschauer. Alles Gute dem Youth League Team und wir sehen uns dann. Bis bald.